Herzlich willkommen zum dritten Climate Talk von der Public Climate School. Ich bin Carlotta, Pronomen Sie, und ich melde mich hier aus Köln, studiere hier Geografie und werde heute den Abend moderieren, zusammen mit Matthias. Willst du dich auch kurz vorstellen? Genau, hallo, ich bin der Matthias und ich bin bei Students for Future in Essen aktiv und bei Fridays for Future in Essen und habe bis vor kurzem Mathematik und Physik hier in Essen studiert und werde hier auch mit moderieren mit der Carlotta. Perfekt. Genau, passend zum Tagesthema von der Public Climate School wird es bei uns auch um die Klimakommunikation gehen. Das heißt, wir wollen ein bisschen darüber diskutieren, wie läuft eigentlich die Berichterstattung in den Öffentlich-Rechtlichen über die Klimakrise? Was läuft da vielleicht noch schief? Wo wünschen wir uns da noch mehr? Und dafür haben wir ganz tolle Gästin heute da. Bitte stellt euch mal gerne selber ein bisschen vor. Wie heißt ihr? Was ist euer Beruf? Woher kommt ihr? Und genau, vielleicht Norman, willst du mal anfangen? Ja, sehr gerne. Ja, hallo, ich bin Norman. Ich bin aus Bochum zugeschaltet. Ich bin von Beruf, also wir machen das jetzt, glaube ich, jetzt mit Berufen, haben wir gesagt, Mathematiker, also sehr nah bei Matthias. Ich bin aber auch Mitgründer der Initiative für Klima vor 8 und als solcher bin ich heute hier, weil wir fordern mehr Berichterstattung und vor allen Dingen ein Format wie Klima vor 8. Aber ich denke mal, da kommen wir später noch zu. Ich gebe mal weiter an Christoph. Also ich bin Christoph, ich bin von den Scientists for Future in Stuttgart und bin jetzt auch gerade in Stuttgart. Ich bin Physiker und promovierter Mathematiker, also ich bin auch nah an Matthias und an Norman dran sozusagen. Und wir haben in Stuttgart die Initiative Climate at Home gegründet, die mittlerweile schon auch andere Regionalgruppen mit aufgenommen haben. Und da komme ich bestimmt nachher dazu, ein bisschen zu erklären, was das ist. Ja, Genau, voll gut. vielleicht teile ich da gleich mal meinen Bildschirm, weil da haben wir ein kleines Video, wo sich Climate Home auch kurz vorstellt. Wie spreche ich mit Freunden und Familie über Klimaschutz? Das ist Heidi. Sie möchte das Klima schützen und mit ihren Freunden darüber sprechen. Aber sie traut sich nicht. Ihre Erfahrung ist, dass Gespräche über Klimaschutz schnell emotional werden und unterschiedliche Meinungen ohne Faktenbasis im Streit enden. Die Lösung für Heidis Problem? Die Wissenschaftlerin Sabine engagiert sich bei Climate at Home. Sie moderiert ehrenamtlich Gespräche in ungezwungener Atmosphäre, zum Beispiel bei Heidi im Wohnzimmer oder auch online. Heidi kann vorher festlegen, über welche Themen sie gerne sprechen möchte. Egal, ob sie sich für Mobilität, erneuerbare Energien, Falschinformationen oder Psychologie interessiert. Der Themenschwerpunkt des Gesprächs kann auf die Interessen der Teilnehmer angepasst werden. Durch einen kurzen einleitenden Vortrag werden alle eingeladenen Freunde beim Thema abgeholt. Aufkommende Fragen kann Sabine wissenschaftlich fundiert beantworten. Nach dem Einleitungsvortrag kommt der wichtigste Teil des Treffens, eine gemeinsame Diskussion über das gewählte Thema und darüber hinaus. Durch die relativ kleine Gruppengröße kommt jeder Teilnehmer zu Wort und es können auch Detailfragen beleuchtet werden. Heidi ist begeistert und macht gleich einen kostenlosen Termin. Besuche uns jetzt und mache einen Termin auf climateathome.de. Climate at Home ist eine Initiative der Psychologists for Future und der Scientists for Future Stuttgart. Genau, sehr cooles Projekt. Danke, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Volker. Magst du dich auch kurz vorstellen? Hör den Volker gerade nicht? Nee, ich auch nicht. Volker, wir hören dich gerade nicht. Bist du vielleicht mit deinem Mikrofon noch gemutet? Vielleicht ist es das Mikrofon selbst gemutet, also am Jetzt Headset. irgendwie Ja, besser? genau, da sind Ah, wir jetzt, wieder. ah, ich Super. habe gerade gesehen, hier ist noch ein Stecker, den man noch drücken muss irgendwie. Okay, ich fange nochmal an. Also, ich bin Volker,
leite die ZDF-Umweltredaktion und bin aus Mainz zugeschaltet. Wie alle wissen, ist das natürlich die Zentrale des ZDF. Wir machen Umweltberichterstattung, ich mache Umweltberichterstattung seit über 30 Jahren. Diese Redaktion, das werdet ihr mit Staunen zur Kenntnis nehmen, weil ihr es garantiert nicht wisst, wurde im Oktober 1973 Ausrufungszeichen gegründet. Und so lange ist dieser tolle öffentlich-rechtliche Sender mit Umwelt- und Klimathemen unterwegs. Fragen dazu nachher gerne. Dankeschön. Okay, Lea. Danke nochmal für die Einladung. Ich bin Lea Grossel. Ich bin Umweltpsychologin. Ich habe allgemeine Psychologie und dann Umweltpsychologie Master in Groningen gemacht. Das ist eine der Bubbles, wo man das studieren kann. Und seit kurzem bin ich beim Team von klimafakten.de berufstätig. Das ist, wie der Name schon sagt, eine Website, die sich in den letzten 10 Jahren damit beschäftigt haben, wie wir Fakten und Mythen, die in der Klimadebatte herumschwirren, mit wissenschaftlich guter Recherche auseinandernehmen können und sehr verständlich darbieten können. Und meine Aufgabe ist es jetzt, da weitergehend, da werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, praktisch anwendbare Trainings- und Weiterbildungsangebote zu entwickeln, damit man nicht nur weiß, was gute Klimakommunikation ist, sondern es auch praktizieren kann im Alltag. So, ja, herzlich willkommen an euch alle. Richtig schön, dass ihr alle da seid. Noch 2 Infos an unser Publikum. Die erste, wir haben davor abgesprochen, dass wir uns alle hier duzen. Und die zweite Info wäre, bevor wir richtig in die Diskussion einsteigen, dass ihr Fragen stellen könnt. Da wird wahrscheinlich bald ein Link eingeblendet. Da könnt ihr einfach Fragen stellen während der ganzen Diskussion. Vielleicht schaffen wir es schon währenddessen, ein paar von euren Fragen einzubinden. Ansonsten nehmen wir uns am Ende auf jeden Fall noch mal ein paar Minuten Zeit, um die Fragen von euch auch zu beantworten. Carlotta, darf ich ganz kurz das sagen, was ich euch vorhin schon gesagt habe, dass ich leider um 19.30 Uhr spätestens die Runde verlassen muss, weil ich nachher noch in einem ZDF-Spezial mitmachen darf. Also nicht, dass das falsch verstanden wird. Vielleicht ist es gerade ein spannender Moment und in dem Moment schalte ich mich raus. Ich möchte nicht, dass das falsch verstanden wird. Deswegen sage ich es lieber gleich vorneweg. Kriegen wir hin. Perfekt. Natürlich eine subtile Werbung für das ZDF-Spezial, aber die PCS ist natürlich auch... Ja, damit muss ihr rechnen, wenn er einen vom ZDF einladet. Deswegen machen wir gleich eine Gegenwerbung. Die Diskussion geht noch ein bisschen weiter und dann auf jeden Fall dranbleiben, weil das nicht ganz fantastisch wird. Genau, okay, also wir fangen jetzt sofort an mit der ersten Frage an euch alle. Und da haben wir jetzt erstmal sozusagen so eine kleine Frage überlegt, damit ihr schon mal so ein paar kleine Statements setzen könnt und dass es vielleicht so ein bisschen Zündstoff in Diskussionen gibt und gucken wir mal, wo wir dann auskommen. Und zwar wollten wir euch fragen, wie ist eure Vorstellung von einer idealen medialen Berichterstattung in den Medien über die Klimakrise? Also stellt euch mal vor, ihr habt jetzt alle Zügel in der Hand und könnt euch wünschen auch irgendwie eine Richtung, wie sähe das aus? Und anfangen tun wir mal mit dem Volker. Ja, ich kann natürlich sagen, das ist ganz einfach. Ihr braucht nur das anzugucken, was wir hier den ganzen Tag machen. Und schon haben wir die ideale Klimaberichterstattung. Aber ganz so einfach werde ich es mir dann auch nicht machen. Also ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Es gibt diese Umweltredaktion schon sehr lange, das habe ich vorhin schon gesagt. Und wir allein die Umweltredaktion machen schon sehr, sehr viel zum Thema. Allein rund um Glasgow haben wir 5 Halbstunden-Dokus gemacht, die alle verschiedene Themen zum Klima aufgegriffen haben. Wir beliefern ganz viel die aktuellen Sendungen. Das können wir nachher gerne alles noch vertiefen. Das Ding ist, wo ich sage, was ich mir wünschen würde, ist mehr ein Medienverbund. Also das ZDF kann nur Fernsehen. Die ARD zum Beispiel hat Hörfunkketten und nicht zu knapp haben wir nicht. Also wir müssen uns aufs Fernsehen begrenzen. Okay, online kommt dazu, die heute.de, da kann man Artikelchen schreiben oder Hintergründe machen, was wir übrigens auch getan haben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da gibt es ein ganz dickes Klimaradar, einen riesen Schwerpunkt auf der heute.de rund um alle Klimafragen. Anlass war in der Tat die UN-Klimakonferenz
Ja, und so ist eigentlich der Ansatz, den wir hier verfolgen. Wir arbeiten ereignisorientiert, was die aktuellen Sendungen angeht und haben mehrere Formate, unter anderem das, was ich verantworte, die Planet E-Reihe und aber andere auch im Haus, die regelmäßig sich mit dem Thema befassen. Also, wie gesagt, ich wünsche mir eigentlich in Anführungsstrichen nur einen größeren Verbund, sodass man bei bestimmten Themen mit anderen Möglichkeiten der Kommunikation noch arbeiten könnte, was leider im ZDF so nicht gegeben ist. Und wir dürfen auch nicht einfach mal eben einen Hörfunkkanal aufmachen, das geht eben alles nicht. Also da sehe ich ein bisschen Defizite, weil wir auch wissen, dass das Thema dann wirksam kommuniziert werden kann, wenn ich es in verschiedene Formate runterbreche und einfach auf diese Weise ganz unterschiedliche Bevölkerungsschichten erreichen kann. Also es gibt den akademischen Diskurs, das ist ganz weit oben, da kann man fachlich sein und da muss man eben in anderen Formaten, in Verbrauchersendungen zum Beispiel, ganz anders dann da rangehen. Also da sehe ich eine kleine Lücke, die ich aber auch nicht schließen kann. Vielleicht hat irgendeiner eine Idee, wie man da in diese Richtung weiter denken könnte. So viel vielleicht für den Moment. Ja, vielen Dank, Volker. Das ist natürlich, also wir haben natürlich ein bisschen erwartet, dass du sowas sagst, weil du wahrscheinlich deine Arbeit natürlich auch nach deinen persönlichen Idealvorstellungen machst. Da wird jetzt aber gleichzeitig hast du auch schon einiges an Zündstoff geliefert. Deswegen, da werden wir gleich zu kommen. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter zu Lea. Wie wäre denn deine ideale Berichterstattung? Ja, ich habe jetzt leider nicht eine Umweltredaktion, die seit mehreren Jahrzehnten läuft und dich bewerben kann. Deshalb von mir vielleicht ein kürzerer Ausschnitt. Ich würde mir Berichterstattung wünschen, die allgemein konstruktiver ist und neben dem, was wir sehr oft hören, es ist noch nicht zu spät, die Klimakrise ja, aber es ist noch nicht zu spät, wir können noch was tun. Konstruktivere Beispiele liefern, mehr schauen, was gibt es eigentlich schon, wer tut eigentlich schon was Gutes und nicht nur die Krise als das, was alles schiefläuft, ablichten. Und ich finde da ein ganz tolles Tool, was es viel in Klimakommunikationskreisen und Workshops gibt, ist so dieses utopische Denken, so wenn ich an 2035 denke, dann wünsche ich mir, dann ist in meiner Vorstellung dies und das und das. Und dann abzugleichen, wo wir jetzt sind und was es braucht, um dorthin zu kommen, ist, finde ich, ein sehr, sehr starkes Mittel, um konstruktivere Berichterstattung zu liefern. Vielen Dank für das Statement. Christoph, wie sieht es bei dir aus? Ja, also das Weltwirtschaftsforum, das schreibt jedes Jahr einen Risikobericht. Und das sind jetzt nicht unbedingt Ökoaktivisten sozusagen. Und da schreiben sie, welche Risiken für die Menschheit am wahrscheinlichsten und welche Auswirkungen am schlimmsten sind. Und auch, was die Ursachen sind. Diese Ursachen sind nämlich alle sehr stark miteinander verkettet. Da stehen solche Sachen wie Infektionskrankheiten, Extremwetter, Biodiversitätsverlust, Umweltzerstörung. Und für alle diese Sachen ist eine Teilursache immer der fortlaufende Klimawandel. Deswegen würde ich mir wünschen, dass das Thema nicht nur in den Umweltressorts, sozusagen in den Köpfen der Mitarbeiter drinsteckt, sondern auch in den anderen Ressorts. Weil das ist halt ein Querschnittsthema und sollte auch in anderen Ressorts mitgedacht werden. Vielen Dank. So, dann kommen wir nochmal zu Normen. Und ich weiß tatsächlich, dass, also hier wurde ja gerade vom Volker auch schon gesagt, dass schon eine ganze Menge gemacht wird im ZDF. Und da weiß ich, dass du so ein bisschen anderer Meinung bist und da auch einen kleinen Input liefern kannst, Norman. Vielleicht möchtest du das ja vielleicht mit deinem Statement auch gleich noch ein bisschen verknüpfen. Aber erstmal jetzt auch nach dich die Frage, wie sieht denn deine ideale Berichterstattung aus? Ja, sehr gerne. Ja, wir von Klima vor Acht, wir fordern ein tägliches Format, wissenschaftlich fundiert, verständlich und zur besten Sendezeit, die über die Klimakrise informiert. Das Ganze soll jetzt auch nicht so apokalyptischen Charakter haben. Wir haben uns ja nicht Apokalypse vor Acht genannt, sondern auch tatsächlich das, was die Lea gesagt hat, einen konstruktiven Ansatz liefern. Wir haben uns ja den konstruktiven Journalismus verschrieben, der auch immer einen Ausweg liefert und die Menschen halt nicht da mit den einzelnen Fakten zurücklässt und die dann sich denken, ach so, ja, was denn jetzt? Und Klimakrise ist so schlimm.
Dabei zielen wir nicht nur auf das Individuum ab, was das Individuum ändern kann, sondern wir möchten auch aufzeigen, was sich strukturell ändern kann, auch politisch, gesellschaftlich und so weiter. Und da ist der konstruktive Journalismus sicherlich ein sehr guter Ansatzpunkt, um dies zu gewährleisten. Plus halt in Verbindung mit täglich und zur besten Sendezeit. Genau, ich könnte jetzt kurz noch einen Input liefern, den der Matthias angekündigt hat, weil der Volker sprach ja schon gerade davon, dass schon viel gemacht wird. Das Ganze würde ich eher so mit Jein beantworten. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich teile mal gleich meinen Bildschirm. Moment. Ich kämpfe hier gerade mit der Bildschirmfreigabe. Einen Blick. Und zwar haben wir mal nachgezählt. Jetzt solltet ihr meinen Bildschirm sehen. Ist das richtig? Gut. Und zwar haben wir mal nachgezählt in einer quantitativen Analyse, wie viel Klima kommt tatsächlich im Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor. Wir haben das schon vor einigen Tagen mal mittels Daten ausgespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Könnt ihr gerne auf unserer Seite www.klimavor8.de auch nachlesen, wie wir es genau gemacht haben. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich denke mal, die mathematisch versierten Leute können sich das schon ein bisschen denken. Also wir haben Web-Scraping benutzt. Und was haben wir genau gemacht? Wir haben uns das Programm angesehen vom 01.01.2016 bis 23.11.2021. Also bis gestern ist der Datensatz jetzt, den ich hier vorstellen werde. Und wir haben uns alle Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorgenommen. Also es waren insgesamt 21 Sendern, alles von der ARD. Und auch ZDF, ZDF Info, ZDF Neo. Klar, es gibt natürlich auch ZDF Theater und sowas. Die haben wir jetzt mal außen vor gelassen. Und unsere Quellen da waren öffentlich zugängliche Quellen, nämlich programm.ard.de und zdf.de live TV. Also das kann jeder auch nachlesen, wie das tatsächlich aussieht. Ich möchte hier nochmal betonen, dass es eine quantitative Analyse ist. Und wie haben wir das genau gemacht? Huch, jetzt bin ich hier raus. Jetzt weiß ich auch nicht, warum. So, jetzt bin ich wieder drin. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Ich glaube, ich bin da einfach auf den Link gekommen. Und zwar haben wir eine quantitative Analyse gemacht. Wie haben wir das gemacht? Wir haben uns sämtliche Programmtexte vorgenommen. Also das ist jetzt so ein üblicher Screen, den man zum Beispiel bei der ARD sieht, so eine Programmbeschreibung. Und wir haben dann geguckt, wie oft kommt die Zeichenfolge Klima in der Programmbeschreibung vor. In diesem Fall, wenn man sich das jetzt mal kurz ansieht, dann liest man schon mal den zweiten Punkt Klimakrise. Und wenn man ein bisschen weiter liest, kommt die hier entsprechend viermal vor. Wir haben gesagt, das einmalige Vorkommen der Zeichenkette Klima, hier ist es jetzt hauptsächlich Klimakrise und Klimaserie und Klima selbst, die vorkommt, reicht schon aus, um das als ein Programm zu kennzeichnen, das sich mit dem Klima beschäftigt. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, okay, ja, es gibt auch sowas wie Wirtschaftsklima, sowas wie Klimaanlage, da haben wir natürlich auch drauf geachtet. Und wenn man sich jetzt mal so eine Word Cloud ansieht, sind die häufigsten Begriffe, die tatsächlich vorkommen, Klimawandel, Klimaschutz, Klima, Klimaerwärmung, also genau die Begriffe, die wir treffen wollen. Wenn wir jetzt auch kleinere Begriffe haben, wie zum Beispiel Klimaanlage oder Raumklima, was man so oben rechts sieht, ist das zwar ein falsch positiver Treffer, den haben wir aber zugunsten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gezählt. Und wenn man sich das jetzt gemittelt über die Woche, über die Jahre mal ansieht, kommt folgendes Diagramm raus. Links sehen wir die Häufigkeit und unten haben wir die Zeit einmal abgetragen und wir sehen da so einzelne Peaks. Und wenn man sich das mal genauer ansieht, haben diese einzelnen Peaks auch entsprechend eine Bedeutung in Bezug auf den Ereignissen, die da stattgefunden haben. Ich habe das mal so ein bisschen markiert. Die Peaks sind im Wesentlichen die Weltklimakonferenzen,
Wir haben noch den globalen Klimastreik, der da als sehr herausragend ist. Im Umfeld des globalen Klimastreiks war natürlich auch so das Klimapaket, was im Bundestag verabschiedet wurde. Wir haben nochmal die ARD-Themenwoche herausfinden können zum Thema Klima. Und wir sehen ganz rechts, ganz neu, die COP26, die tatsächlich gar nicht so stark zu Buche schlägt wie andere Weltklimakonferenzen davor, eine Themenwoche. Obwohl man meinen könnte, dass nach dem Klimawahlsommer und nach der Katastrophe im Ahrtal doch die Aufmerksamkeit dort drauf gerichtet ist, war es bei der Programmplanung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks tatsächlich nicht so stark gegeben, wie man hätte meinen können. Um das Ganze auch mal so ins Verhältnis zu setzen, haben wir das Ganze auch mal mit dem Begriff Corona gemacht. Und da kommt folgendes Diagramm raus. Man sieht tatsächlich, ab 2020 hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk gut und schnell reagiert, um über die Gefahren der Corona-Krise zu informieren. Das Ganze ebbt jetzt natürlich ab, weil es so, ich sag mal, in die Tagesordnung übergegangen ist. Aber wir sehen hier an dieser Corona-Kurve, der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann den Krisenmodus. Um das Ganze nochmal ins Verhältnis zu setzen, wie oft wird über Wirtschaftsthemen berichtet? Das ist jetzt nur so ein Benchmark, den wir eingebaut haben. Das ist so das Mittel unserer Wirtschaftskurve. Und das Ganze konnten wir natürlich auch mit Zahlen versehen, was wir in einzelnen Sendern zugeordnet haben. Dort haben wir sehen wir zum Beispiel, dass bisher das erste 2021 271 Sendungen mit Klima hatte, ZDF 86 in diesem Fall. Und wir können das einzelnen Sendern zuordnen. Sehr stark sind Dreisat, ARD, Alpha, Arte und Phoenix, was aber auch dadurch bedingt ist, dass dort auch viele Wiederholungen vorkommen. Also wenn so ein Format auf Arte ausgespielt wird, wird das 5-6 Mal ausgespielt. Und die sind natürlich mit eingepreist. So. Ich sehe gerade 5 Minuten. Ich hätte noch so 2-3 Minuten, wenn das in Ordnung ist, an Input. Und dann bin ich auch schon durch. Ich sehe gerade ein Nicken. Dann würde ich halt weitermachen. Wir haben auch mal geguckt, wie ist die Wahrnehmung in der Bevölkerung diesbezüglich. Wir haben uns dazu die Daten der Forschungsgruppe Wahlen hergenommen, die öffentlich zugänglich sind. Und die gehen seit 2000 hin und fragen alle 2 Wochen eine repräsentative Bevölkerung. Und so, was meinst du denn, was sind die wichtigsten Probleme in Deutschland? Das sind offene Antworten und dann sagt man, ja, Coronavirus ist gerade wichtig und ja, Bildung ist mir auch wichtig und dann wird das entsprechend den Kategorien, die wir dort sehen, zugeordnet. Wir sehen jetzt zum Beispiel sehr stark 2015 war das Thema Ausländerintegration und Flüchtlinge sehr stark. Ab 2019 Umwelt, Klima und Energiewende. Und ab 2020 kam das Thema Coronavirus in den Fokus der Bevölkerung. Wobei man auch sieht, dass das Klimathema so ein bisschen ausgeblendet wurde, jetzt aber auch wieder einen sehr starken Anstieg verzeichnet. Das Ganze haben wir mal über unsere Programmkurven gelegt. Und die gestrichelte Linie ist jetzt die Wahrnehmung in der Bevölkerung, die durchgezogene Linie, die Gestaltung des Programms des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und wir sehen hier doch eine sehr starke Reaktion auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Ob das eine jetzt das andere befruchtet hat oder das andere das eine, da habe ich zum Beispiel auch schon mal mit Michael Brüggemann drüber diskutiert und er meinte, das sind Effekte, die nicht aufeinander basieren, sondern die bedingen sich gegenseitig. Man kann jetzt nicht sagen, nur weil das Programm sich so geändert hat, hat sich jetzt die Wahrnehmung in der Bevölkerung geändert, sondern das befeuert sich immer so gegenseitig. Deswegen hat das eine nicht Einfluss auf das andere. Und wenn wir das Ganze jetzt mal mit dem Thema Klima machen, sehen wir doch sehr stark, dass die Wahrnehmung in der Bevölkerung beim Klimathema vorhanden ist. Auch jetzt wieder, nur die Programmgestaltung orientiert sich nicht daran. Was natürlich sehr schade ist. Das heißt so, zum Fazit komme ich gleich. Bei den Printmedien ist ähnlich. Da möchte ich jetzt an dieser Stelle nur noch verweisen auf den OMM, den Online-Media-Monitor von der Universität Hamburg. Hat der Michael Brüggemann gemacht. Der hat das gleich immer für Printmedien gemacht. Und dass er sich
rausgesucht haben, wo kommt halt das Wort Klimakrise vor. Und wir haben die Daten mal miteinander verglichen und die Daten sind doch sehr, sehr deckungsgleich, was Deutschland angeht. Kommen nun zum Fazit. Fazit ist, Klima ist immer noch ein Nischenthema. Es wird in einigen wenigen Formaten tatsächlich behandelt, auch so in Formaten wie Planet E und sowas, was der Volker natürlich auch macht. Wir haben allerdings kein Querschnittsthema, sodass es in der Breite tatsächlich ankommt, außer es ist ereignisgetrieben. Wie ich schon sagte, Programmberichterstattung sind ereignisgetrieben. Und jetzt die harte Folgerung, die wir leider rausziehen müssen, die Medienanstalten haben die Dimension der Klimakrise noch nicht erkannt. Und wir sagen deswegen, wir brauchen ein neues Format namens Klima vor 8. Danke sehr. Ja, danke Norman für den Input. Ein krasses Fazit. Ich fand auch diese Differenz zwischen Wahrnehmung und Programmgestaltung im letzten Jahr sehr interessant. Volker, reicht denn da ein Medienbund aus, um diese Differenz wieder einzuholen? Erstmal nochmal eine Nachfrage zur Methodik. Habe ich das richtig verstanden, dass die Auswertung anhand der Programmankündigungen gelaufen ist? Also das, was wir und die ARD und so weiter rausgeben als Pressetexte und so weiter und programmbegleitend. Ist das so gewesen? Nicht als Pressetexte, sondern das, was du auf der Seite finden kannst, program.ard.de beziehungsweise auch beim ZDF. Das, was sozusagen im Programm drinsteht, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk rausgibt. Okay. Also das ist eine öffentlich zugängliche Quelle. Ja. Dann müssen wir nochmal ganz kurz da an diesem Punkt einsteigen, weil natürlich dann ganz viele Beiträge zum Thema da gar nicht erfasst werden. Ich mache ein Beispiel. Wie ihr wahrscheinlich wisst, war ich ja mit meinem Team in Glasgow und habe für ZDF dort berichtet. Und wir bedienen von dort die aktuellen Sendungen. Also das fängt an mit dem Morgenmagazin, dann diese Verbrauchersendung Volle Kanne, dann Mittagsmagazin und so weiter, heute Journal. Und da haben wir in der Zeit, allein in den 2 Wochen, über 50 Beiträge rausgehauen, nur zu Klima. Und ich gehe mal davon aus, dass genau die nicht erfasst sind, weil nämlich die gar nicht abgedruckt werden. Die stehen nirgendwo, weil das ja kurzfristige aktuelle Planungen sind. Insofern greift dort die statistische Methodik einfach zu kurz, denn diese Berichte kommen nicht vor. Das ist vielleicht schon mal ein Hinweis auf ein gewisses Missverständnis, das diese Zahlen erklären kann. Wenn man natürlich die großen Formate wie meins oder also mein Planet E-Format gehört mir ja nicht, gehört euch allen, weil ihr bezahlt es ja letztendlich alle. Und es gibt ein anderes Format, Plan B. Das ist nur dafür, der konstruktiven Journalismus zu transportieren. Natürlich nicht nur Klimathemen, auch ganz viele andere. Da würde man das finden. Und genau bei unseren Vorab von Planet E auch. Das stimmt. Aber die vielen aktuellen Beiträge, die halt sehr kurzfristig zustande kommen und nirgendwo angekündigt werden, die, glaube ich, werden nicht erfasst. Oder ich liege da falsch. Norman, hilf mir nochmal. Nee, Volker, da gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen sprechen wir auch nicht von der Berichterstattung, sondern von der Programmplanung. Ah, okay, ja. Ich wollte das nur nochmal erzählen. Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich dachte, ich hätte es deutlich herausgestellt. Also wir beanspruchen nicht, dass wir sagen, dass die Berichterstattung so ist, weil da ist nämlich noch was anderes. Und dann gebe ich dir recht, wir haben auch alle heute Sendungen und Tagesschau-Sendungen während der Klimakonferenz minutiös uns angesehen. Dazu kommen wir, denke ich mal, aber gleich. Aber es geht jetzt erstmal um die Programmgestaltung. Okay, gut, damit, das ist dann nochmal ein klarer Punkt. Ja, wenn die Analyse so ist, ist sie so, dann muss man das erstmal zur Kenntnis nehmen. Da gibt es ja wenig dran zu rütteln, wenn ihr das rausgefunden habt. Ich teile auf jeden Fall den Punkt, es waren ja 3, Klimaberichterstattung, beziehungsweise ist ja nicht Berichterstattung, es sind ja dann andere Programme, denn im Doku-Bereich und in anderen und auch im Magazinbereich wird ja ganz anders geplant. Also vielleicht auch noch mal zur Info, wenn wir eine Doku auflegen, dann hat das ein halbes Jahr Vorlauf, bis sie dann tatsächlich sendereif ist. Also das grenzt schon an hellseherischen Fähigkeiten, ungefähr zu wissen, wie dann auch die öffentliche Wahrnehmung so im halben Jahr dann laufen wird. Also von daher gesehen kann ich dem durchaus folgen. Aber wie gesagt, wir dürfen tatsächlich die kurzfristige Berichterstattung nicht vergessen. Warum nicht? Weil wir natürlich wissen, dass die sogenannten Leitmedien, also bei uns die 19 Uhr und das Journal und bei den Kollegen halt die Tagesschau und die Tagesthemen,
Das sind die meinungsbildenden Formate im deutschen Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und daher kann ich mir gut vorstellen, dass die Kurven dann doch ganz gut zusammenpassen. Na klar, also wenn eine Klimakonferenz ist, dann steigt natürlich in diesen 2 Wochen die Frequenz der entsprechenden Berichterstattung in den Nachrichten. Ist ja ganz logisch, weil es eben Ereignis ist. Und wenn man dann das mit der Bevölkerung korreliert, dann wird man dort die entsprechende Resonanz finden. Das ist eigentlich ganz normal. Ich will da kurz mal kurz reinquetschen. Ich glaube, den Punkt, den Norman machen möchte, ist ja gerade genau das, was du gerade beschreibst. Das ist ja gar nicht gerade das Problem. Dass wir nämlich nur sagen, Klima ist genau dann wichtig, wenn gerade eine COP stattfindet. Und genau dann machen wir auch eine Berichterstattung dazu. Ja. Und das ist ja genau der Punkt, den Norman transportieren möchte. Also wenn man die sozusagen rausrechnet, ist das eigentlich sogar fast logisch, weil man möchte eigentlich sich anschauen, wie wird über das Klimafee berechnet. Und so wo Norman ja sozusagen dann hinkommt, ist ja, dass das weniger ist, als es eigentlich des öffentlichen Interesses irgendwie zu dem öffentlichen Interesse passen würde. Siehst du das anders? Ja, das wäre zu beweisen. Das müsste man natürlich tatsächlich mal ausprobieren, ob das tatsächlich so ist. Denn wir machen das natürlich auch unter Erfolgsgesichtspunkten. Also klar, öffentlich-rechtlich haben den riesen Luxus, dass sie beitragsfinanziert sind, haben nur ein bisschen Werbeeinnahmen und könnten uns eigentlich entspannt zurücklegen unter dem Motto, völlig egal, wie viele Leute zugucken, wir machen es einfach. Das geht leider nicht. Also wir müssen auch schon sehen, dass bestimmte Programme wahrgenommen werden und eher eine gewisse Sehbeteiligung haben. Und wenn wir wissen, dass gerade ein Thema da draußen bei den Zuschauern und Zuschauerinnen irgendwie nicht funktioniert, dann machen wir es auch nicht. Also man hat so die Nase am Wind und du hast irgendwie so ein Gespür dafür, so eine Art Bauchgefühl, welche Themen werden laufen, was funktioniert. Und bei den Nachrichten ist es sowieso ganz anders. Die sind ja nachrichtengetrieben, tagesaktuell getrieben. Da kann man mit langfristigen Planungen sowieso nichts machen. Bei den anderen Themen natürlich schon. Ne? Das ist, wie gesagt, da musst du aber das Gefühl entwickeln, funktioniert im Markt oder funktioniert nicht. Da habe ich gleich sofort die nächste Frage, weil wir haben es nämlich auch gefragt, Carlotta und ich, so ganz naiv. Wie kommt denn eure Berichterstattung überhaupt zustande? Jetzt sagst du, ja, das ist so ein Bauchgefühl. Also wissenschaftlich hinterlegt fühlt sich das jetzt nicht an. Also macht ihr keine Umfragen so, was sozusagen gerade das öffentliche Interesse ist? Oder also worauf stützt ihr euch denn, wenn ihr sagt so, also ich glaube, dass jetzt irgendwie dies jetzt gerade interessant wird. So klingt das gerade für mich. Also sag nichts gegen unser Bauchgefühl. Das ist sozusagen die beste Benchmark ever. Es funktioniert so. Also wenn du ein Jahr anguckst, egal welches, gibt es bestimmte wiederkehrende Termine, Gedenktage und so weiter. Halt die jährliche Klimakonferenz ist sowas. Dann gibt es die Biodiversitätskonferenz demnächst in Japan. Dann gibt es den Artenschutztag. Dann gibt es, was weiß ich, alles Mögliche. Und wir wissen einfach, dass rund um solche Ereignisse das Interesse nicht nur in der Bevölkerung, eben auch hier im Haus an Berichterstattung wächst. Und daraufhin versuchen wir Themen zu finden, die zu diesen latent aktuellen Ereignissen passen. Das machen nicht nur wir Redaktionen, das wäre auch ein bisschen zu dünn, sondern wir arbeiten ja mit vielen Auftragsproduzenten zusammen. Also 80% der Produkte, die bei uns in der Redaktion entstehen, kommen über Auftragsproduzenten rein. So, und jetzt haben wir schon eine größere Gruppe von Menschen, die die Nase im Wind haben und einfach das Gespür entwickeln, welche Themen sind da unterwegs, was könnte man machen, wo tut sich was. Viele sind vernetzt, die hören aus irgendwelchen Peer Groups irgendwas und daraus werden dann Themenvorschläge formuliert. Und das, so funktioniert das. Das ist sozusagen, ja, wie soll man sagen, das Abfragen von einer Schwarmwahrnehmung von ganz vielen Menschen, die sich mit diesen Themen befassen und eben daraus Vorschläge für uns machen. Sie müssen dann allerdings nur noch verstehen, wie unser Format funktioniert, aber das hat man nach dem dritten Mal kapiert. Das funktioniert dann schon. So läuft das. Also da steckt jetzt keine Umfrage dahinter oder irgendwie mit der Forschungsgruppe Wahlen unter dem Motto, was sind die 10 wichtigsten Umweltthemen in den nächsten 5 Monaten oder sowas. Nein, nicht. Das ist allein autorengetrieben, redaktionsgetrieben und eben von den Auftragsproduzenten und Autoren, die von außen zuarbeiten. Jetzt hast du ja, warte, warte, jetzt hast Lea du ja hat gesagt. Sich, also, warte kurz, die Lea hat sich vorher gemeldet, dann wird die Lea kurz weiter. Entschuldigung. Ich hatte noch eine kurze Zwischenfrage. Du hast ja gesagt, wir planen so nach diesen Gedenktagen und bestimmten Terminen einfach und dann sagst du, es gibt den Biodiversitätstag und Artenvielfaltstag. Das sind ja aber andere, also die Biodiversitätskrise ist ja eine
andere Krise als die Klimakrise. Man muss sie zusammendenken, aber man muss es, glaube ich, auch abstecken voneinander und ein bisschen differenziert betrachten. Wo, da wäre jetzt meine Frage, wie arbeitet ihr da als Redaktion mit den verschiedenen Krisen? Naja, zunächst mal gibt es natürlich eine große Schnittmenge zwischen diesen beiden sogenannten Krisen. Das glaube ich, muss ich das erklären kurz oder ist das allgemein Konsens, dass sich da bestimmte Sachen bedingen? Also Erhalt der Regenwälder, Moorschutz und dergleichen hat ja sofort Klimaeinflüsse. Also von daher gesehen gibt's da große Schnittmengen. Naja, auch da machen wir das, was wir bei Klimathemen auch machen. Wir gucken ereignisorientiert. Also wie wir es mal gemacht haben, jemand mir erzählt, in diesem Fall war es der Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt, also ein ausgewiesener Experte, dass der Regenwald im Amazonien, im peruanischen Amazonasgebiet unter anderem dadurch bedroht wird, dass dort illegale Goldwäscher unterwegs sind und die wirklich da die Flüsse versauen und für ganz viel Dreck sorgen und um dahin zu kommen, auch abgeholzt wird. Und dann ist das für uns eine interessante Geschichte und daraus wurde dann auch eine Doku. Also das sind dann Hinweise, die man erstmal hat und dann hat man über einen solchen Fachmann, so einen solchen Experten auch die Zugänge dazu. Also da kommst du natürlich aus der Redaktionsstube raus nicht ohne weiteres dran. Da brauchst du dann externe Hilfe und eben solche Leute, die dich dann im Wortsinn an die Hand nehmen und dahin führen. Also so ist das zum Beispiel entstanden. Und anhand einer solchen Geschichte kann man natürlich wunderbar rund um Artenvielfalt und Biodiversitätskrise erzählen. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Stichwort, was auch wenig gesehen wird. Eine Doku ist dann gut, wenn sie eine Geschichte erzählt. Und das geht nicht mit jedem Thema. Dann ist es so eine Hartholz-Schreibtisch geplante Geschichte, die einfach keiner sehen will. Und das ist ganz wichtig, dass man überzeugende, tolle Protagonisten findet, um die herum man eben so eine Geschichte bauen kann. Dann ist schon mal die halbe Miete, dann ist es schon fast 80% ein Erfolg. Und wenn es dann noch irgendwie neu ist und irgendwie was Überraschendes oder vielleicht ein toller Lösungsansatz da drin steckt, dann hast du gewonnen, wenn diese Zutaten zustande kommen. Das ist eine klassische Rechercheaufgabe, das hinzubekommen. Aber das folgt dann auch wieder einem bestimmten Bauchgefühl, beziehungsweise des Angebots von Geschichtenerzählern und Erzählerinnen, denen man dann folgt, und nicht so sehr im Sinne von, wie viele Dokumentationen müssen wir über die Klimakrise speziell machen, wie viele Dokumentationen wirklich mit dem Tag Biodiversitätskrise vermerken. Genau, solche Vorgaben gibt es nicht. Ein Glück kann ich nur sagen, weil es würde auch voll schief gehen. Ich würde nie im Leben sagen, wir machen pro Jahr, was weiß ich, 10 Klimafilme oder 15. Nein, wir gucken uns tatsächlich die Themenentwicklung an und bauen dann auf das, was unsere besten Autoren und Autorinnen eben an Vorschlägen einbringen. Und damit sind wir eigentlich bis jetzt super gut gefahren, weil das einfach, wie soll man sagen, so ein natürlicher Filter ist, durch den die Themen durch müssen. Weil es geht ja immer um Menschen. Und wenn andere Menschen auf diese Themen gucken, dann ist das fast schon eine Garantie, dass es gut wird. Dass man, wenn man es von vornherein statistisch festlegt, so und so viel da, so und so viel da, bin ich fast der Ansicht, das muss schiefgehen, weil das ist einfach... Das trägt nicht. Da ist keine Substanz drin, da ist kein Spirit drin. Da kriegst du einfach auch keine Emotionen rein. Das wird einfach nichts. Ich würde da gerne Christoph fragen, ob ihr bei eurem Projekt Climate at Home das Gefühl habt, der mangelnden Berichterstattung ein bisschen entgegenwirken zu müssen? Also natürlich ist eines unserer Ziele natürlich auch Wissensvermittlung. Ne? Also wir gehen in die Wohnzimmer und reden mit den Leuten. Natürlich dürfen die dabei auch was lernen und die haben auch oft gute Fragen, die wir so gut wie die halt jetzt hingehen, in dem Thema drin sind, auch versuchen zu erklären oder das dann auch nachreichen. Ein bisschen der andere Fokus ist natürlich auch die Atmosphäre zu schaffen, sich auf das Thema einzulassen. Ne? So im persönlichen Miteinander ist es oft so eine gewisse Hürde, über das Klima zu reden, weil man ein bisschen Angst davor hat, einmal vielleicht von einem gewissen Unwissen, was man selber hat, aber auch vielleicht von einer Reaktion, die der andere irgendwie dann bringt. Und deswegen ist es da auch so, dass wir versuchen, durch in der Atmosphäre des Wohnzimmers, also so ein bisschen geschützter und so als Moderator das dann so ein bisschen zu lenken, dass das auch nicht ausartet. Genau, ich wollte den zu dem Thema davor, wenn ich da den Bogen nochmal zurückspannen darf, ohne deine Moderation kaputt zu machen,
In Normans Graphen hat man ja gesehen, im Prinzip, da ist wie so ein Grundrauschen. Ne? In diesen ungefähr 20 Sendern hatte man so zwischen 10 und 20 Berichte in der Woche zu Klimathemen und zum Beispiel zu dem Wirtschaftsthema. Das waren irgendwie so, ich würde sagen, so 5-mal mehr oder sowas, ne, in der Größe. Und auch so ein Grundrauschen. Das war, sah jetzt für mich nicht aus wie ereignisgetrieben. Irgendwie schafft man es da ja auch in den Redaktionen scheinbar Berichte zu machen, die Leute sich angucken und sonst würden sie ja nicht so viele Berichte machen. Ich meine, also was ist da der Unterschied, Volker? Warum zieht das Thema Wirtschaft zum Beispiel mehr aus deiner Sicht? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kannst du dann auch noch dazu sagen, was deine Sicht dazu ist. Ehrlich gesagt, weiß ich da keine Antwort drauf. Also wir gehören ja hier zur Hauptredaktion Wirtschaft, Soziales, Umwelt. Das ist hier bei uns im ZDF, ist das ein Laden. Und wir hängen eng mit Wieso zusammen, wir hängen eng mit Makro zusammen, der Wirtschaftsdoku-Reihe in Dreisat. Und bei uns die volle Kanne, die Verbrauchersendung, von der ich vorhin schon kurz gesprochen habe, gehört auch dazu. Also da kann ich das nicht so sehen. Vielleicht kann Norman dann nochmal helfen, ob die Daten noch irgendwas hergeben. Es ist eher umgekehrt. Also ich sehe bei uns im Haus, dass zum Beispiel in Anführungsstrichen die große Wirtschaftsdoku im Abendprogramm es extrem schwer hat. Das ist dann, macht Wieso im Sommer, wenn aus Urlaubsgründen keiner da ist, um eine Live-Sendung zu machen, machen die 4 oder 5 Wirtschaftsdokus, die aber in der Regel nicht die Hardcore-Wirtschaftsdokus sind, sondern sehr verbraucherorientiert, eher so leicht und luftig für Sommer. Ne? Aber die große Wirtschaftsdoku sehe ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wo die stattfindet. Und vielleicht sind das diese regelmäßigen Sachen, ne? Genau, es sind die regelmäßigen Sachen. Man hat auf sehr vielen Sendern auch so einzelne Sachen, zum Beispiel Max, das Marktmagazin, hatte ich jetzt ja als Beispiel auch angezogen für die Programmtexte. Wir haben auf sehr vielen Sendern, man muss bedenken, Tagesschau 24 berichtet auch häufiger zu Börsenthemen, spielt natürlich auch mit rein. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch so Sendungen wie Börse vor 8 oder Börse am Mittag, wo Börse am Mittag eher so auch in der Tagesschau verortet ist, und das macht den Kohl doch ziemlich fett, weil wenn man sich alleine Börse vor 8 ansieht, dann haben wir 251 Sendungen im Jahre 2020 da zu verorten, also im Prinzip jeden Werktag, und das schlägt natürlich schon rein, wenn das 5-mal die Woche läuft. Ja, okay, das erklärt das halt ein noch Stück weit. Einzelne Verbrauchersendungen und sowas, ja, ich würde es jetzt nicht direkt beim ZDF verorten, das ist klar. Aber das erklärt es auf jeden Fall. Und deswegen, ja, daraus ist ja auch, ich sag mal, die Idee vom Klimafonds entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir haben regelmäßige Wirtschaftsberichterstattung, wirtschaftspolitische Berichterstattung, Börsenberichterstattung und so weiter. Warum kann es nicht auch regelmäßige Klimaberichterstattung geben? Also auch so ein Mischmasch aus, was passiert gerade aktuell, hat es von den Nachrichtenwerten aber jetzt nicht in die Tagesschau oder in die Heute-Nachrichten geschafft. Plus halt auch so ein bisschen das Hintergrundwissen mit zu bespielen, so dass man auch mal sagt, so okay, was ist denn Kipppunkt, warum, was ist denn dieses 415 Parts per Million CO2 in der Atmosphäre und so weiter. Da gibt es auch ganz tolle Kurven wie beim DAX, die man auch wieder heranziehen kann, um dort auch mal zu benchmarken, sind denn tatsächlich auch die Sachen, die die Politik jetzt macht, erfolgreich und so weiter. Und das machen wir in der Wirtschaft genauso. Und warum machen wir es nicht genau auch beim Klima? Genau, kurz dazu noch eine Zuschauerfrage, die sofort direkt an Volker gerichtet ist. Okay. Warum läuft Klima vor 8 denn nicht beim ZDF? Kannst du das vielleicht beantworten? Ja, das passt ja auch ein bisschen zur Frage. Weil bei uns da gar kein Sendeplatz ist. Bei uns müsste es Klima vor 7 heißen. Also Klima vor 8 passt ja nur auf die ARD. Unsere Hauptnachrichtensendung ist um 19 Uhr. Und deswegen kann es bei uns schon unter gar keinen Umständen Klima vor 8 geben. Vielleicht ist das auch, Norman, ein bisschen von eurer Kommunikationsstrategie sehr einengend gewesen, weil das in der Formulierung eigentlich nur auf die ARD passt. Also ihr wart ja auch in der Abordnung hier. Es gab Papiere, die hier Chefredakteur und Intendant erreicht haben. Und die Antwort war gleichlautend mit der, die die ARD gegeben hat. Nee, machen wir nicht. Also jedenfalls ist es dieser Ansatz. Ja, da muss ich noch warte mal. Kleine Sekunde, ich will den okay. Gedanken noch schnell zu Ende, weil der Zuschauer das ja auch gerade gefragt hat. Ich glaube, man könnte eher überlegen, ob man nicht irgendwo im Programm sowas hinbekommt und nicht ausgerechnet das vergleicht mit Börse vor 8 oder irgendetwas. Was die ARD macht und auch mit dem Kollegen Jogisch war auch noch irgendwie so Dinger da. Wie heißt denn das nochmal? Wisst ihr das zufällig auch mal?
Gibt es das Wissen auch vor noch? acht? Wissen vor acht, ja, genau. Aber das ist immer dies vor acht, das ist natürlich der ARD-Programmstruktur geschuldet. Bei uns müsste man tatsächlich ganz neu überlegen, ob man das nicht, ich sag mal, was weiß ich, nach dem Heute-Journal 22:15, 3 Minuten oder so einbaut, bis der Spielfilm anfängt oder eine Talkshow anfängt. Also ich glaube, da müsste man einfach offener sein, ne, wo man das vielleicht platziert. Und vielleicht muss es auch nicht jeden Tag sein. Vielleicht reicht es, was weiß ich, am Wochenende, Samstag, Sonntag oder keine Ahnung. Also da wünschte ich mir vielleicht mehr Offenheit in der Debatte und dass man da nochmal zusammen überlegen kann, wie das funktioniert. Also bei mir rennt ja sowieso offene Türen ein. Das ist klar, aber ich bin nicht der Intendant und ich kann das auch nicht sagen, dass das stattfindet. Aber drüber reden mit einem schlauen Konzept, das kann man alle meinen. Genau, also um da vielleicht mal direkt zu antworten, Volker, wir hängen nicht an den Namen, wir hängen auch nicht an dem Konzept, wir können da gerne über alles reden, das ist überhaupt kein Problem, das haben wir der ARD auch so mitkommuniziert, wenn sie es nicht Klima vor acht nennen wollen, sondern Wissen vor acht Klima oder wie auch immer, oder weiß nicht, was beim ZDF, ob es da entsprechend, weiß nicht, Planet E, Klima, so eine kurze Sendung könnte man auch sich vorstellen. Das Einzige, was uns wichtig ist, dass es tatsächlich möglichst viele Menschen erreicht, möglichst oft läuft, ein kurzes Format ist, weil es hat nicht jeder Zeit, sich jeden Tag längere Formate anzusehen. Du hast ja auch gerade gesagt, es dauert teilweise ein halbes Jahr, um diese großen Planet E-Dokus zu machen und so. Und das, man kann ja nicht erwarten, dass man jetzt ein halbes Jahr lang voraus so entsprechende Formate plant. Und das ist auch so ein Gedanke, weswegen wir gesagt haben, wir brauchen ein Kurzformat. Und ob das jetzt nette Klimasendung beim ZDF heißt oder Klima vor sieben oder wie auch immer, das ist vollkommen egal. Da geht es halt das Prinzip, dass es halt die Leute erreicht, dass die Leute es verstehen, dass die Leute auch positive Ausblicke bekommen, aber dass die Leute auch wissen, was kann ich persönlich tun, was muss politisch geschehen, wie ist jetzt das politisch einzuordnen, was bedeutet überhaupt, wir haben eine Sendung über das EEG gemacht, da gibt es schon zig Sachen, die man, zig kleine Sendungen, die man dazu machen kann. Also deswegen, Volker, wir können uns da gerne nochmal zusammensetzen und gerne auch mit der Intendanz, obwohl der Herr Bellut ja, ich sag mal, eine knallharte Absage uns erteilt hat. Aber wir sind nach wie vor offen dafür. Zum Bellut hätte ich auch gleich was, aber Christoph, willst du deinen Punkt? Nur eine kurze Nachfrage, Norman. Was sind denn bei euch die Produktionszeiten gewesen? Ihr hattet ja auch eine Reihe von Videoclips veröffentlicht. Wie lange haben die ungefähr gedauert und wie lange gingen die Clips dann? Ja, also wir haben erstmal angefangen, überhaupt Geld zusammenzusammeln im Crowdfunding. Wir hatten da so die Idee, dass wir halt 20.000 Euro brauchen, um wirklich from scratch sozusagen Klima vor acht zu machen. Wir haben das Funding gestartet. Nach 3,5 Stunden hatten wir diese 20.000 Euro von der Community, die einfach nur diese Idee, so ein Format wie Klima vor acht, supportet haben. Und da hat man schon gesehen, wie viel Druck und wie viel Wunsch in diesem Thema tatsächlich drin ist. Dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wie muss dieses Format tatsächlich gestaltet sein? Wie erreicht es diese Menschen und so weiter? Also um jetzt deine Frage zeitlich zu beantworten, wir haben im September 2020 angefangen und hatten im April 2021 unsere 6 Folgen. Dieses Format ist aber so konzipiert, dass wenn ich ein professionelles Studio habe, wir haben dort mit einer Hohlkehle gearbeitet, wir haben im Prinzip das nur hinten ausgeleuchtet, der Rest ist halt von Grafikern, GrafikerInnen gemacht worden, dass jedes professionell ausgestattete Fernsehstudio, wie es bei ARD und ZDF zuhauf gibt, tatsächlich auch täglich produzieren kann, wenn man auch die entsprechenden AutorInnen hat. Und die Folgen sind im Schnitt 3 bis 5 Minuten lang, immer noch auf YouTube zu sehen. Ja, du hast gerade Thomas Bellut gesagt. Zudem haben wir auch ein Zitat rausgesucht, weil wir uns natürlich gefragt haben, was sind die Argumente gegen solche Klimasendungen? Und der ZDF-Intendant Thomas Bellut hat in den Medientagen Mitteldeutschland 2021 sagte er, dass Klima wichtig sei, aber danach komme das nächste Thema und Themen würden sich ständig ändern. Er fände es falsch, so etwas vorzugeben, denn damit mache man Politik. Also wir würden gerne ein bisschen drüber reden, ist denn Klimaberichterstattung gleich politisch? Vielleicht die Frage an Lea. Ihr macht ja auf Klimafakten, stellt ihr Klimafakten hoch, macht ihr dadurch auch gleich Politik? Ich würde erst noch mal kurz auf das Zitat
angehen, was du gerade genannt hattest. Das finde ich nämlich ziemlich schwierig, weil ich der Meinung bin, Klima ist kein Thema, so wie Fußball oder irgendwelche anderen Sachen, die man mal bespricht und die dann aber auch wieder im Hintergrund verschwinden. Klima ist die Realität und muss, also die Klimakrise vor allem, und sollte immer mitgedacht werden und nicht wie das eine oder andere Thema jetzt sozusagen vergänglich behandelt werden. Mein Kollege meinte mal, das ist so ein bisschen, als würde man einfach Deutschland wie so ein Thema behandeln und ab und zu vielleicht mal über Deutschland berichten und ab und zu aber auch nicht. Und das ist leider unmöglich. Und so ist es mit der Klimakrise. Genau, und dazu zu der Frage, ob man mit Klimaberichterstattung Politik macht. Ich glaube absolut nicht. Die Frage ist aber vielleicht, ob wir das politischer machen sollten. Also wir bei klimafakten.de probieren mit momentan noch das so unpolitisch wie möglich zu gestalten. Und ich glaube, dass es da allgemein schwierige Anforderungen an die Politik geht, wie sie überhaupt mit Krisen umgeht. Da ist dann sehr großes Fragezeichen dahinter, wie man mit moralischen Entscheidungen umgeht und ja, wie die Politik darauf reagiert. Und ich störe mich ziemlich also ich verstehe, dass Kampagnen oft unter dem Motto laufen, wir machen Klimafakten, aber ohne diesen moralisierenden, ohne den erhobenen Zeigefinger, weil es eine Angst gibt, die Menschen zu verschrecken, die da vielleicht noch ein bisschen unsicher sind und diese da eigentlich nur Zündstoff zu geben für die ganzen Menschen, die Ökodiktatur rufen. Aber vielleicht die offene Frage ist das nicht auch was politischer, also was, wo man Moral und Politik mehr zusammendenken müsste? Da bin ich jetzt gespannt, auf Ja. eure Ansichten. Ja, Christoph, willst du darauf antworten? Also ich lese jetzt einfach mal Politik bei Wikipedia vor. Politik bezeichnet die Strukturprozesse und Inhalte zur Regelung der Angelegenheit eines Gemeinwesens. Also natürlich ist das politisch. Ich glaube, er meinte, er hat Angst, dass es parteipolitisch gesehen wird. Und das ist doch das Problem, ne? Und das ist natürlich nicht, ne? Das ist eine Entscheidung der Parteien, sich mit Klimapolitik auseinanderzusetzen oder wie sie es tun. Also das ist sozusagen, kommt ja eigentlich von der Parteienseite. Ob sie damit identifiziert werden, liegt daran, ob sie sich damit identifizieren, sage ich mal. Deswegen glaube ich, ist es eigentlich nicht die Frage, ist es politisch? Also es ist politisch, weil es geht einfach um die Angelegenheiten eines Gemeinwesens, ja. Aber die Frage ist, ist es parteipolitisch? Und das muss man so gestalten, dass es das nicht ist, denke ich. Würdest du, Volker, würdest du sagen, dass wenn du über das Klima berichtest, du sofort für Klimaschutzparteien Werbung machen würdest? Nee, also das verbietet sich ohnehin. Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn ich den rein wissenschaftlichen Blick habe und zum Beispiel darüber berichte, was das IPCC in dem letzten Bericht präsentiert hat oder demnächst präsentieren wird, dann ist das eine reine Wissenschaftsberichterstattung. Wenn ich das auf der Ebene lasse, passiert gar nichts, außer dass ich die Menschen da draußen informiere, was der Weltklimarat rausgefunden hat. So, das ist es. Wenn ich jetzt aber hingehe und frage, okay, welche Folgen hat das denn eigentlich? Und dann sind wir natürlich mitten in der Politik, denn das wissen wir ja alle, um wirklich tollen Klimaschutz hinzukriegen, der echt funktioniert,
mache ich nichts anderes, als eben mal unser etabliertes Wirtschaftssystem komplett auf den Kopf zu stellen. Ja, ich ändere komplett die Energieversorgung. Das heißt, ich produziere ganz viele Verlierer, produziere im gleichen Moment ganz viele neue Gewinner. Ich habe ganz viele soziale Probleme. Ich verliere Arbeitsplätze, Stichwort Elektromobilität, gewinne auf der anderen Seite wieder neue. So, und dann habe ich in einem föderalen System wie Deutschland auch sämtliche Ministerpräsidenten und Präsidentinnen an der Hacke, die natürlich alle für ihr Land kämpfen. Siehe Kohleausstieg, war nicht ganz einfach, das Kohleausstiegsgesetz hinzukriegen. Also Klimawandel ist sowas von hochpolitisch. Von daher gesehen kann man eher die Frage stellen, warum vielleicht auch wir, durchaus, will mich da gar nicht ausnehmen, eigentlich nicht frecher, mutiger an bestimmte Entscheider in der Politik herangetreten sind, beispielsweise, obwohl wir haben es in einer Doku allerdings gemacht, beim Thema, warum kommen erneuerbare Energien so schleppend voran? Und wenn Herr Altmaier mir dann irgendwas zusammenstottert, wo er dann meint, ja, es dauert halt 6 Jahre, bis so ein Windpark genehmigt ist. Ja, aber er macht doch die Genehmigungsverfahren, hallo? Also irgendwie ist es dann ja schräg an der Stelle. Also, Lea, Klimaberichterstattung ist ab einem gewissen Punkt total politisch. Und das ist ja auch genau der Grund, warum sie sich alle fetzen. Und das ist auch genau der Grund, warum Glasgow und die anderen Klimakonferenzen aus Sicht von Fridays for Future und den vielen anderen, die da sich engagieren, eben nicht schnell genug vorankommen. Es geht da einfach nicht schneller. Und das trifft eben so viele Lebensbereiche. Und es gibt den großen Schalter nicht, wo draufsteht, ab heute machen wir Klimapolitik. Den gibt es nicht. Kurz, das ist ein mal, ganz mühsamer Prozess. Das darf ich da gleich mal so eine kritische Nachfrage stellen? Nur zu. Du hast ja gerade gesagt, dass, ja, sobald wir den IPCC über den IPCC berichten, dann ist das natürlich keine Parteipolitik. Aber sobald wir über die Folgen berichten, was das eigentlich heißt, sind wir sofort in der Politik. Ja. Das würde, also ich stelle mir mal eine ganz präzise Frage. Zum Beispiel können wir uns ja darauf einigen, dass der Treibhauseffekt ein naturwissenschaftliches Thema ist. Ne? Also das ist ja nicht parteipolitisch. Das CO2-Molekül wählt ja jetzt nicht SPD, Grüne oder so, sondern das macht einfach, was es will. Jetzt könnte man ja sagen, aus der Ableitung davon könnte man zum Beispiel sagen, wenn man jetzt sozusagen nach naturwissenschaftlichen Prinzipien geht, könnte man ja zum Beispiel sagen, dass sowas wie eine Forderung, dass wir 2030 aus der Kohle raus müssen, eigentlich eine sozusagen schon auf einem naturwissenschaftlichen Prinzip basiert. Also man könnte sagen, so, wenn man irgendwas einhalten möchte und bestimmte CO2-Limits unterschreiten möchte, dann muss man 2030 aus der Kohle raus. So, die Grünen haben jetzt ja zum Beispiel auch in den Koalitionsverhandlungen gefordert, 2030 aus der Kohle raus. Wenn du jetzt in deiner Sendung oder, keine Ahnung, auch Markus Lanz in deiner Sendung von mir aus darüber redet, 2030 Kohleausstieg, ist das dann ein auf naturwissenschaftlicher Basis ein Gesetz, wo man sagen könnte, ja, die Naturwissenschaftler, die sagen, eigentlich muss man 2030 aus der Kohle raus. Und wenn jetzt eine Partei was anderes sagt, dann weicht die von diesem Ground up. Oder würdest du sagen, nee, das ist auf jeden Fall eine Parteipolitik. Und da, wenn man jetzt groß über, wenn man sagen würde, das ist jetzt naturwissenschaftlicher Ground, dann macht man richtig Parteipolitik für die Grünen. Ja, ich sehe es noch ein bisschen anders. Also das Jahr 2038, genau wie das Jahr 2030, sind politisch gemachte Jahre. Das hat wenig mit den Naturwissenschaften zu tun, zumal ja, glaube ich, uns allen klar ist, selbst wenn wir 2025, wir Deutschland, aus der Kohle aussteigen, haben wir noch lange keine Garantie dafür, dass wir das 1,5-Grad-Limit hinkriegen. Also das sind politische Signale, die dazu dienen, dass Deutschland die selbst gesteckten Klimaziele à la Paris-Abkommen bitteschön auch einhält, also im Sinne von Hausaufgaben machen. Da ist es natürlich richtig anzunehmen, dass ein früherer Kohleausstieg eher die Chance bietet, dass wir da hinkommen, wo wir hinwollen, und ein späterer eben nicht. Und von daher gesehen spielt die Naturwissenschaft eine flankierende Rolle, weil die uns natürlich vorrechnen, Leute, habt ihr es immer noch nicht kapiert, wenn ihr noch länger die Braunkohlekraftwerke laufen lasst, dann haben wir halt eben noch mehr CO2-Moleküle in der Luft. Darauf kann man sich ja auch verlassen, das ist ja auch deutlich gesagt worden, aber jetzt kommt das, was in den Verhandlungen zum Kohleausstieg ja sichtbar wurde. Da treffen dann natürlich extrem unterschiedliche Interessen aufeinander. Also es ist lange nicht so, dass jeder die große Überschrift hat, ab morgen will ich persönlich Klimaschutz machen. Nein, das ist nicht so. Die Realität ist eine andere. Da sind viele Leute, Braunkohle, die sagen, nee, und wo sollen wir arbeiten? Die ganzen Jungs seit Generationen schaffen wir in der Braunkohle und ihr wollt sie uns wegnehmen. Nee, das wollen wir nicht und so weiter. Kennt ihr doch alles, die Debatten. Und diese Balance hinzukriegen, das war ein mühsamer Prozess und der hat halt zum Kohleausstiegsgesetz 2038 geführt.
Und wer sagt, ich will 2030 aussteigen, das scheint ja jetzt in der neuen Regierung sich anzubahnen, wobei es ja auch keine glasklare Formulierung gibt im Koalitionsvertrag dazu, aber immerhin, es scheint angestrebt zu werden, der muss erstmal eine Mehrheit finden, um das Kohleausstiegsgesetz zu ändern. Und da spielen dann wiederum die Ministerpräsidenten eine Rolle, weil es nämlich von dort aus auch abgesegnet werden muss und so weiter. Also es ist leider, leider quält es einen an der Stelle, aber so ist es nun mal. Also von ja, daher gesehen. Ich spiele jetzt mal den Markus Lanz und frage jetzt einfach nochmal kritisch nach. Es geht ja gerade darum, abzustecken, was jetzt gerade naturwissenschaftlicher Ground ist und was Parteipolitik. Deswegen stelle ich die gleiche Frage einfach nochmal. Wenn jemand in einer Talkshow sagen würde, nee, wir müssen 2030 aus der Kohle raus, würdest du dann sagen, dass das ein ist das eine Parteipolitik und du kannst sozusagen nicht dafür werben, also indem du sagst zum Beispiel, ja, andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen auch 2030, da müssen wir tatsächlich draus, und wenn jemand sagt, nee, keine Ahnung, 2080 reicht mir auch, dass du dann sagst, ja, das kannst du gerne fordern, aber das verlässt so ein bisschen den Boden der Naturwissenschaften oder was noch möglich ist sozusagen, um ein 1,5 Grad Ziel beispielsweise einzuhalten. Also ist das Parteipolitik für dich und du würdest dann vorsichtig sein bei der Behandlung dieses Themas, oder würdest du sagen, nee, das ist schon naturwissenschaftlicher Ground? So. Also Parteipolitik würde ich zunächst mal ein bisschen ausdehnen, also nicht nur politische Parteien, es gibt ja noch andere Parteien. Also wenn in der Talkshow derjenige, der das fordert, zum Beispiel beim Bundesverband der erneuerbaren Energien arbeitet, dann würde ich sagen, das ist Parteipolitik, weil er natürlich Reklame macht, damit seine erneuerbaren Energien nach vorne kommen. Das ist ja auch legitim, das kann man ja auch machen. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Und das ist okay, da hätte ich überhaupt keine Bedenken. Aber Talkshows normalerweise sind ja immer so gebaut, dass es dann irgendwen auf der anderen Seite gibt, der eine andere Position bezieht. Und dann entspannt sich ja eben auch die Diskussion. Ich glaube, das große Missverständnis besteht darin, dass es sozusagen einen Totalkonsens gibt, wirklich harte Klimapolitik zu machen. Ich nehme das nicht so wahr. Es gibt natürlich das Bewusstsein, da haben wir ja auch schon von Norman die Zahlen gesehen. Breite Kreise der Bevölkerung haben es kapiert, also spätestens seit der Ahrtalflut ist es, glaube ich, so, da ist echt durch, da hat es, glaube ich, wirklich jeder kapiert, dass da was unterwegs ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass auch alle gleichsam bereit sind, jetzt Klimapolitik zu machen. Dann kommt nämlich die Abwägung. Was bedeutet das für mich persönlich? Was bedeutet das für meinen Betrieb? Was bedeutet das für mein Auto? Ich habe mir gerade einen neuen Diesel gekauft und jetzt schon wieder ein Elektroauto geht gar nicht. Wie gehe ich denn damit um? Da sind wir auf ganz vielen Ebenen und plötzlich ist dann aktive Klimapolitik und sich das Kümmern um diese Politik, jo, dann gar nicht mehr so wichtig, weil persönliche andere Themen in den Vordergrund rücken. Also es ist nicht so einfach. Ja, ich sitze hier gerade so ein bisschen auf heißen Kohlen, deswegen versuche ich jetzt auch. Ich kriege ja gerade Agenturmeldungen. Ja, du. Weil ich mit einem Auge also noch mal gucken muss, was ich nachher sagen soll. Also du arbeitest nebenbei, oder? Muss ich halt. Heute also, ist es insofern. Ja, glaube ich, ja. Genau, ich formuliere es mal meinen Sachen und dann habe ich vielleicht den direkten Wunsch, Volker, den du vielleicht auch gleich direkt auch anwenden kannst. Ich weiß nicht, wie man zum Format unterwegs ist. Jedenfalls die Frage, ob das politisch ist oder nicht, ich finde die erstmal ein bisschen müßig. Wir müssen uns immer wieder klar machen, was ja Fridays for Future und die ganzen For Future bewegen, Extinction Rebellion und so weiter, immer wieder sagen, es geht um nichts Geringeres als den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und die Lebensgrundlagen aller zukünftigen Generationen. Also es geht im Prinzip um uns und um das, was in Zukunft kommt. Und das ist halt so ein Konsens, nehme ich zumindest hier in der Runde wahr, auf dem können wir uns auf jeden Fall einigen. Wenn wir über die Maßnahmen sprechen, was ist denn Einzelnes zu tun und wo wir als Gesellschaft jetzt hinwollen und sowas, dann bekommt das auch so einen politischen sehr schön. Und Entschuldigung, du warst jetzt im Moment eingefroren, da haben wir einen Satz verloren eben. Politisch, okay. Haben wir es jetzt gehört. Achso, ja, dann bekommt das Ganze einen politischen Touch, wenn wir halt fragen, was für Maßnahmen brauchen, wo wir als Gesellschaft hinwollen. Ich würde mir auch wünschen, dass, Volker, du hast von vielen Gruppierungen gesprochen, nicht nur parteipolitischen Gruppierungen. Was ich auch in den Medien wahrnehme, ist, dass halt viel zu wenig kritisiert, viel zu wenig hinterfragt wird. Um mal ein Beispiel zu nennen,
Als wir diesen Wahlsommer hatten, kam immer die Frage, Herr Laschet, Herr Scholz, Frau Baerbock, was tun Sie, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten? Hat Herr Laschet und Herr Scholz das gesagt und sagte bis 2050 klimaneutral etc. Ich weiß es im Einzelnen nicht mehr, was Sie gesagt haben, aber dass dann teilweise nicht die Nachfragen kamen. So, wie wollen Sie das denn jetzt wirklich konkret erreichen? Oder diese Ziele stimmen nicht mit Paris überein. Dass man da auch wirklich nachgehakt hat, das kreide ich vielen Journalistinnen und Journalisten an. Und genau, und deswegen auch mein Wunsch an dich, Volker, wenn du jetzt gleich in diese Sendung gehst, ich weiß nicht, ob du Interviews abnimmst und so weiter und so. Nee, ich muss eins geben, bitte, beziehungsweise ich werde befragt. Bitte nachfragen. Was soll ich sagen? Kritisch nachfragen. Schick dir gleich eine Mail. Nein, aber wirklich auch kritisch nachfragen, weil ganz ehrlich, das... ich kenne halt viele deiner Sendungen, das erlebe ich auch bei dir, dass du manchmal auch nicht kritisch nachfragst, dass du auch einfach Dinge hinnimmst. Es kommt für mich als Zuschauer so rüber, dass dann zum Beispiel du erzählst, als Leiter der Umweltredaktion, dass auch ganz viele Verbände bei der COP da waren, während die BBC halt ankreidet, wir hatten teilweise 500 Kohlelobbyisten bei der COP. Das ist so eine Sache, die habe ich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vermisst. Was haben diese Leute dort zu suchen? Was haben die gemacht? Welchen Einfluss haben die genommen? Und so weiter. Die haben natürlich auch eigene Interessen. Da müssen Medien auch wirklich mehr kritisch sein und die Politik beobachten, wieder hin zur vierten Gewalt. Und gerade was den Klimaschutz angeht und die Klimaschutzmaßnahmen und Klimaanpassungsmaßnahmen. Denn wir haben keine Zeit mehr. Das ist der Punkt. Und da müssen Medien sich da auch wirklich wandeln, hinterfragen. Vielleicht mangelt es auch an Fachjournalisten. Ich weiß nicht, ob es ein strukturelles Problem ist. Ich weiß nicht, wie das ZDF ausgestellt ist. Die ARD hat die Frau Dittert hingeschickt, weil sie London-Korrespondentin ist. Du warst vom Fach dort. Bitte mehr kritisch hinterfragen. Dagegen gibt es nichts zu sagen. Alles gut. Finde ich auch. ja, also vielleicht dann auch noch mal eine Frage zur COP. Da warst du ja vor Ort und hast berichtet. Musstest du da mal, oder bestimmt musstest du mal wegen Zeitdruck dich auf etwas festlegen, worüber du denn berichtest? Kannst du uns da von der Situation berichten, wofür du dich dann entschieden hast? Also berichtet man jetzt über die Aktionen von den Aktivisten vor Ort oder von den Inhalten der Diskussionen oder welche Personen vor Ort waren, welche Lobbyisten vor Ort waren oder welche Folgen es für den globalen Süden hat. Gab es da so eine Situation? Ja, in der Situation ist man dauernd. Also es ist eigentlich eher umgekehrt. Also wenn du vor Ort bist in diesem Team, wir waren 5 Leute mit mir zusammen, dann haben wir ja verschiedene Sendungen über den Tag und über die 2 Wochen hin. Und die fangen dann an und melden sich oder wir bieten auch bestimmte Themen an. Und dann ist es immer so, dass die Sendungen sich auch was wünschen. Also sie sagen, also zum Beispiel haben wir die Sendung heute in Europa. Da muss immer ein schöner Europa-Aspekt drin sein. Die wollen nichts aus Südafrika. Das muss immer irgendwie mit Europa zu tun haben. Oder am Ende der ersten Woche wollen sie immer alle eine Halbzeitbilanz, was ein bisschen schwierig ist, weil da kann man eh noch nichts wirklich Substanzielles sagen, denn nach der ersten Woche sind gerade mal so ein paar technische Verhandlungen abgebaut. Da kann man auch nicht wirklich abschätzen, wie das Ergebnis sein könnte. Das ist wirklich Kaffeesatzleserei. Trotzdem wollen sie es haben und dann fängst du eben an und bastelst da irgendwas zusammen. Und dann ist es unser Job, aus dem, was wir gesehen, gelebt, erlebt, gehört und so weiter haben, irgendetwas zusammenzubauen, wo man sagen kann, okay, das trägt zum Verständnis bei, dann können die Leute lernen, okay, da stehen sie jetzt im Moment. Ich sag mal ein Beispiel, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, sehr stark unsere Berichterstattung auf das Thema internationale Zusammenarbeit zu lenken, weil es unter anderem um den Artikel 6 im Pariser Abkommen geht oder ging, der die genau das regeln soll, die internationale Zusammenarbeit. Es ist aus meiner Sicht ein extrem wichtiger Artikel, weil wenn der funktioniert, und das könnte jetzt demnächst tatsächlich der Fall sein, das ist eines der guten Ergebnisse von Glasgow, könnten internationale Kooperationen zum Beispiel in Richtung Wasserstoff zustande kommen, in Richtung Ausstieg aus der Kohle auch in anderen Ländern, Südafrika,
Indien ist in eine Kooperation schon mit eingestiegen, die Deutschland mit Südafrika schon hatte. Und genau das findet sich übrigens auch jetzt im aktuellen Koalitionsvertrag. Da wird von einer neuen Klima-Außenpolitik gesprochen. Das ist neu. Das habe ich so noch nicht gesehen. Und ausdrücklich unterstrichen, dass man jetzt in solche internationale Kooperation einsteigen will. Das ist, finde ich, total spannend. Das hat durchaus eine Rückkopplung mit Glasgow. Was haben wir gemacht, um das zu zeigen? Wir haben ein Beispiel dafür gedreht und auch gefunden, nämlich in Chile in der Atacama-Wüste dieses große Solarkraftwerk, das so ähnlich wie das funktioniert, was in Marokko schon steht, was mit internationaler Beteiligung, auch Deutschland, USA waren da drin, noch ein drittes Land, ich weiß gar nicht mehr welches jetzt. Das haben wir halt gemacht, das waren auch tolle Bilder, sah aus wie aus einem neuen James-Bond-Film, so ein extrem futuristisch, also es geht an die Leute ran, man will das wissen, was passiert da. Und dann kannst du sagen, okay, das ist ein Beispiel für tolle Klimapolitik, internationale Zusammenarbeit und das Ding funktioniert, macht sauberen Strom rund um die Uhr und jo. So muss es eigentlich laufen. Also man hat als Berichterstatter, Korrespondent vor Ort schon Spielräume zu sagen, okay, was biete ich dem Sender an oder der jeweiligen Sendung, die gerade angefragt hat. Manchmal muss man dann das an Hartholz transportieren, was Nachrichtenlage ist. Also am letzten Tag, als der Pakt da beschlossen wurde, da kommst du natürlich nicht drum rum, da die Hauptpunkte zu benennen. Das ist Nachrichtengeschäft. Da geht nichts anderes. Wenn ich was anderes machen würde, dann würden mir die alle den Kopf abreißen. Das funktioniert nicht. Und dann hat man vielleicht noch die Chance, war ja ein paar Mal der Fall, in der Schalte, wo ich dann nochmal erläuternd ein bisschen was dazu sagen kann, auch kommentieren, was dazu sagen kann, das zu ergänzen. Also im Nachrichtengeschäft haben wir tatsächlich die harte Nachricht. Die muss im Beitrag eben rüberkommen und danach, wenn die Sendezeit ist erlaubt, dann kann man noch ein bisschen was ergänzen und eine Einordnung liefern. Genau das werde ich gleich in dem ZDF-Spezial tun. Das ist natürlich eine super Überleitung. Arnon, möchtest du noch was sagen dazu? Ja, ich möchte nochmal wirklich die Rolle der Medien als vierte Gewalt betonen. Deswegen auch in diesem ZDF-Spezial, was gleich kommt, Volker, du kannst sicherlich einiges an Lob verteilen, wie du es hier auch schon gemacht hast. Du kannst sicherlich auch einiges an Kritik verteilen, was halt noch nicht ausreicht. Werden wir mit diesem Koalitionsvertrag die Ziele von Paris einhalten können und so weiter? Und das auch bei der Berichterstattung bei Glasgow, dass Deutschland hat viele gute Bündnisse, ist dort eingegangen, auch nach hinterher ein bisschen mit dem Zähneknirschen, wenn man jetzt zum Beispiel diese Erklärung Ausstieg aus Öl, Gas und Kohlefinanzierung sich anguckt, war Deutschland ja zunächst nicht dabei, hinterher dann doch, nachdem die Zusicherungen kamen, dass halt gewisse Gasinfrastrukturprojekte von nicht berührt sind, sodass man es auch machen kann. Das hat auch für mich schon wieder ein bisschen Geschmäckle. Ich möchte aber nicht, dass es für mich Geschmäckle hat, indem die Medien auch klar darüber berichten und die Rolle, wie jetzt Deutschland sich da halt positioniert hat. Und was sind das für Gasinfrastrukturprojekte? Oder auch das mit dem Verbrenner aus. Das ist ein Beispiel aus der Tagesschau dort zu nehmen. Verbrenner aus, da haben sich ganz viele Autokonzerne darauf geeinigt, demnächst keine Verbrenner mehr zu produzieren, bis auf VW und Toyota. Was macht die Tagesschau? Macht einen einminütigen Bericht, dass VW jetzt ein tolles E-Auto-Werk baut. Auf der anderen Seite hat eine der größten Umweltorganisationen Deutschlands, nämlich Greenpeace, einen Tag zuvor VW verklagt, weil sie entsprechend ihre Klimaschutzziele nicht einhalten. Und das ist die erste entsprechende Klage in Deutschland gegen einen großen Konzern. Das wurde mit keinem Wort erwähnt. Und das hat für mich immer so ein bisschen damit habe ich ein Problem, dass halt nicht so dieses ganze Facettenreiche dargestellt wird und alle Aspekte dargestellt werden. Deswegen Lob immer gerne verteilen, wenn Lob angebracht ist, aber bitte auch dort alle Punkte berücksichtigen. Ja, vielleicht dann noch kurz, bevor Volker gehen muss, weil es ist jetzt schon gleich halb, noch kurz einen Satz vielleicht dazu, was du aus der Diskussionsrunde mitnimmst für uns. Ich nehme das als Ansporn mit, noch besser zu werden und einfach noch mehr zum Thema zu versuchen. Wobei ich ehrlich gesagt, ich freue mich, dass der Norman vorhin dieses Jein gesagt hat, bevor die Daten uns präsentiert. Ich hatte mit einem klaren Nein gerechnet. Insofern hat mich das schon beruhigt. Also alles gut. Und ich will einfach nochmal sagen,
in der Tat, dass es von uns als Fachredaktion nicht so ganz einfach ist, in die Hauptnachrichtensendung zu kommen. Das ist in den letzten 3, 4, 5 Jahren deutlich besser geworden, sagen wir mal seit Paris, weil das wirklich im Sinne der internationalen Klimadiplomatie schon ein Durchbruch war, der jetzt natürlich gehalten werden muss und schneller umgesetzt werden muss, als es bisher passiert ist. Und das wird wahrscheinlich auch kommen. Und ich kann nur noch sagen, wir haben, also wie gesagt, allein jetzt in Glasgow haben wir 50 Beiträge rausgehauen. Das finde ich schon eine Menge. Und übers Jahr gesehen, sind es 200 bis manchmal 300 Beiträge, nicht nur Klima, auch andere Geschichten, die immerhin in den aktuellen Sendungen landen. Und das finde ich, ist ein deutlicher Fortschritt. Mag sein, dass es immer noch nicht reicht. Ja, gut, aber da müssen wir halt sehen, wie man da zustande kommt, wie man zurande kommt und ob man dann tatsächlich nicht nur mit der neuen Regierung, auch mit einem neuen Intendanten, den es ja bei uns ab Februar gibt, vielleicht dann zu anderen Ergebnissen kommt. Das müsste man sehen. Mal gucken. Genau. Vielen Dank, Volker, auf jeden Fall für Ich hätte noch eine letzte Frage. Ja, Volker, aber ganz schnell. wann reden wir über Klima vor sieben? Genau. Damit habe ich gerechnet, dass er das fragt. Was Gute Frage. wir machen, das, weil ich jetzt da nicht mehr zu komme, wir schreiben uns Mails. Hast du meine Mailadresse wahrscheinlich, ne? Ich kann hier Angriff.vz. die über, genau. Ich Ja, kann kriegt die er hier raus. wahrscheinlich über, genau, ja. Dann können wir gerne mal ein Treffen machen, aber wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr, sondern eher im Januar gemütlich, weil vor Weihnachten ist immer die Hölle los, wie Ja, immer, super. jedes Jahr dasselbe. Dann möchte ich mal eben kurz festhalten, dass unsere fantastische PCS diese Zusammenkunft organisiert hat und da vielleicht was Tolles draus entstehen kann. Da freuen wir uns natürlich super mega drüber. Und ich glaube, gerade das gesamte Team in der Regie applaudiert gerade, dass ihr euch da gefunden habt. Wäre super, wenn da tatsächlich irgendwas draus entstehen würde. Volker, vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg bei deinem ZDF-Spezial, was jetzt kommt, was sich leider die ganzen Leute aus dem Stream natürlich nicht anschauen würden, weil der Stream ja hier noch weiterläuft und natürlich noch ganz viele fantastische Diskussionen und viel fantastisches Programm da ist. Aber trotzdem, vielleicht die 3, 4 Zuschauer, die du dann im ZDF hast, die machen dich vielleicht trotzdem noch ein bisschen froh. Alles klar, ich wünsche euch alles Gute. Bis dann, schöne Zeit. Tschüss. 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 Danke. Tschüss. So. Ja, weiter. Also haben ja noch mal eine Viertelstunde, da würden wir vielleicht noch ein paar Fragen stellen. Und zwar sind aus dem Chat an dich, Christoph, auch noch eine Frage gekommen aus unserem Feedback. Und zwar, ui, das ist eine lange Frage. Ich versuche das mal zu kondensieren. Es ging so ein bisschen darum, dass aus dem Vortrag von Norman in dem Input ein bisschen der Konsens, also das Fazit war, dass nicht so die Bildung über Klimawissen oder das Bewusstsein hinsichtlich der Problematik das Problem ist, sondern eher politische Bildung fehlt. Also zum Beispiel, was politisch machbar und auch notwendig ist, um die Klimakrise einzudämmen. Und der Zuschauer oder die Zuschauerin fragt sich jetzt gerade, ob man nicht auch sagen muss, ja, auch als Scientist for Future, der im Wohnzimmer zu Hause mal mit Familien redet, muss man eigentlich viel mehr darüber reden, was politisch machbar ist. Also dass politisch, also dass die Politik darunter geredet wird und nicht nur über die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge. Macht ihr das schon? Macht ihr das nicht? Und was hältst du davon, von der Frage? Also wir reden über das, über das man reden möchte sozusagen, ne? Also manchmal ist es so, dass man einfach wirklich fachliche Fragestellungen hat, dass man einfach Wissen vermittelt, weil halt nach Wissen gefragt wird. Aber es ist auch oft so, dass halt dass dann einer der Teilnehmer, der brennt dann halt für ein E-Auto oder sowas und dass der einen da Löcher über sowas in den Bauch fragt. Und dann halt ordnet man das dann natürlich auch ein, was das bedeutet für den Sektor Mobilität. Wenn jetzt zum Beispiel alle Verbrenner durch E-Autos oder sowas ersetzt werden würden, ne? Und was das für Probleme und was das für eine Lösung sozusagen ist, ne? Also schon, man ordnet das ein und das ist natürlich, geht das in die Richtung. Wir sind keine Politikwissenschaftler. Das heißt, wir blicken zumindest immer, ne? Wir versuchen schon immer noch, sage ich mal, ein Bein auf dem naturwissenschaftlichen Grund zu haben, dem wir entsprungen sind. Und alles andere ist halt unsere Meinung. Und das versuchen wir natürlich dann auch immer so kenntlich zu machen, dass das jetzt eine Meinung ist. Dazu kommt oftmals noch so ein psychologischer Aspekt. Lea, du kennst das bestimmt auch. Deswegen haben ja auch teilweise dann die Psychologists mit dabei, ne? Das ist tatsächlich gerade bei diesen Lösungssachen und Hürden, um diese Lösung sozusagen für sich selber irgendwie als attraktiv zu sehen, dass es da halt auch psychologische Effekte gibt, warum man das nicht möchte, zum Beispiel, ne? Dass man halt irgendwie sein
sein bisheriges Leben sonst in Gefahr sieht, ne? Irgendwie sein Selbstbild oder solche Sachen. Und da habe ich halt keine Ahnung von. Und da nehmen wir dann auch gerne einen von unserem Psychologist for Future dabei, der auch solche Sachen beleuchtet kann. Und deswegen ist es auch immer gut, wenn man einen Termin macht, wenn man vorher ein paar Sätze schreibt, was man sich vorstellt, weil wir mittlerweile ein relativ großes Team sind. Und dadurch, dass wir das zurzeit nur online machen, können wir auch Wissenschaftler aus anderen Städten, ne, aus Österreich, aus Köln, Rhein-Ruhr, die machen mittlerweile alle mit, wenn wir dann auch dort sozusagen auf die Experten zugreifen. Also alles, was wir jetzt in Stuttgart nicht direkt haben, können wir dann typischerweise auch versuchen, in anderen deutschen Städten zu organisieren. Ja, vielen Dank. Gleich dazu noch eine weitere Frage. Wir hatten uns tatsächlich auch vorher gefragt, ob Fake News für euch also eine Relevanz haben. Man, Lea, für dich natürlich logisch, ne? Ihr habt ja, glaube ich, Klimafakten auch. Ich weiß gar nicht, ob das daraus auch gegründet wurde. Ich weiß, dass der Stefan Ramsdorf da eine ganze Menge Beiträge auch, glaube ich, zugegeben hat. Von wegen, also ihr habt ja so eine tolle Headline-Dings, wo man draufklicken kann, da steht da Fakten versus Behauptungen oder sowas. Christoph, wie ist das denn, wie ist das bei dir? Also begegnest du viel so Fake News, Verschwörungstheorien etc. pp. Sowas? Kommst du damit viel in Kontakt bei den Wohnzimmern? Also, unterschwellig ja. Also das sind so Sachen, ne, das fragt dann jemand, habe ich mal aufgeschnappt, stimmt das, sowas in der Art. Wenn wir die Befürchtung haben, dass es irgendwie so ein, da so ein akuter, ne, so ein, der Herbert Weiß, der halt irgendwie Klimaleugner-Sachen irgendwie immer verbreitet beim Weihnachtsessen oder sowas, dann haben wir so unsere Geheimwaffe, eine unserer Aktiven, die Bärbel Winkler, die arbeitet für Skeptical Science und ich glaube, die schreibt auch ab und zu für Klimafakten. Die würden wir dann bitten, mitzukommen und die kennt im Grunde genommen alle gängigen Klimaleugner-Ideen, die es so gibt, sogar international und kann da typischerweise aus dem FF sagen, warum das falsch ist. Das ist sehr beeindruckend. Solche Personen sind natürlich Gold wert. Ja, an Lea hatte ich gerade auch noch eine Frage. Ich habe sie mir gerade komplett entfallen. Vielleicht auch kurze Erinnerung ans Publikum noch, dass wir zu den letzten 10 Minuten kommen. Also falls ihr noch Fragen habt, haut sie noch gerne ins Tweetback. Ja, vielleicht an Lea auch noch mal die Frage zur COP. Wie hast du da die Berichterstattung wahrgenommen? Also einfach, was hast du mitbekommen? Und findest du, dass die Folgen für den globalen Süden ein bisschen zu kurz kommen? Weil das hat der Volker vorhin auch kurz erwähnt, dass manche verlangen, dass darüber gar nicht berichtet werden soll. Wie nimmst du das wahr? Danke für die Frage. Ich habe mir davor natürlich auch selber ja, Gedanken gemacht, wie war das jetzt eigentlich für mich, weil wir arbeiten mit klimafakten.de noch mit einem anderen Team zusammen, Clean Energy Wire. Das ist so eine Journalismusplattform, die ein Netzwerk bildet für andere JournalistInnen, die über die Energiewende in Deutschland berichten möchten. Und meine Kollegen waren bei der COP und haben da natürlich, und Kolleginnen, und haben da berichtet. Deshalb habe ich so diese Seite und war dann natürlich so aktuell dabei. Aber andererseits habe ich mir natürlich auch so angeschaut, wie würde ich jetzt als Lea, die nicht bei Klimafakten.de arbeitet, oder als Mediennutzerin, wie nehme ich das wahr? Und was ich ein bisschen problematisch finde an der COP-Berichterstattung ist, das, was auch eigentlich aus den Daten, die Norman uns vorgestellt hat, ein bisschen rauskommt. Wenn ich keine Ahnung, also wenn ich keine Ahnung habe, sondern wenn ich mich in meinem alltäglichen Leben nicht so viel mit der Klimakrise beschäftige, dann kommt dann einmal im Jahr diese Wucht an Beiträgen und Volker hat das sehr stolz präsentiert. Wir haben 50 Sachen in 2 Wochen rausgehauen. Das ist auch gut, aber für Menschen, für die das nicht zum alltäglichen Nachdenken gehört, passiert das halt dann einmal im Jahr und dann sagt das wieder ab. Und was ich auch sehr problematisch finde, ist, dass es halt auch sehr viel Berichterstattung gibt darüber, dass es ja alles gar nicht so gut läuft. Und naja, Journalismus will natürlich auch
ereignisorientiert arbeiten, haben wir jetzt schon oft gehört. Und die ganze COP-Berichterstattung, finde ich, spitzt sich so ziemlich auf diese Frage zu, rettet die COP jetzt die Welt oder nicht? Ist es ein Flop oder ist es ein Top dieses Jahr? Und meistens ist es so, ne, eher nicht. Es sind mal wieder keine Verpflichtungen zustande gekommen oder also es wird auch, finde ich, schon viel berichtet, was halt alles schief läuft. Und ich glaube, oder ich erfahre auch selber, dass das für mich als Individuum den Effekt hat, wenn, also erstens mal, was bringt mir das jetzt im alltäglichen Leben? Also was bedeutet das jetzt eigentlich konkret für mich? Und da würde ich kritisieren, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen da viel zu wenig so ein bisschen connecting the dots denken und sagen, okay, was bedeuten eigentlich bestimmte Beschlüsse für Deutschland, für eine bestimmte Region oder für ein Individuum? Und gleichzeitig habe ich dann das Gefühl, so okay, wenn dort schon vieles schief geht, dann kann ich mich ja so ein bisschen, also was muss ich dann eigentlich machen? Und dann ist es ja vielleicht, also dann ist, glaube ich, der Gedanke zu diesem, ach, dann ist es ja vielleicht eh viel zu spät, ziemlich naheliegend. Deshalb fände ich es viel, also fände ich es sehr wichtig, da so dieses, ist es ein Flop oder ist es ein Top, ein bisschen rauszunehmen und viel mehr zu schauen, was bedeutet das jetzt für die einzelnen Länder oder für die internationale Zusammenarbeit in der Tat. Genau, und zu deiner Frage zum globalen Süden, ich glaube, da bin ich ganz allgemein der Meinung, dass dort viel zu wenig darüber berichtet wird, über die COP hinaus, weil der globale Süden die Auswirkungen einfach schon viel stärker spürt, als wir das tun heutzutage. Und das ist ja dieses ganze Problem, also das ist ja ein Teilaspekt dieses Problem, was wir mit der Klimakrise haben. Es ist weit weg, geografisch, mittlerweile nicht mehr so, aber es ist trotzdem noch sehr weit weg, weil die Dürre in Madagaskar oder die Hungersnot, die dort geherrscht hat, naja, das berührt uns einfach nicht. Und in der Klimakommunikation geht es ja sehr viel über Emotionen und Gefühle. Und wenn ich das weder sehen kann, weil es in einem anderen Land passiert, noch gibt es da genügend Berichterstattung drüber, dann wird es schwierig für mich, da irgendwie eine Verbindung zu sehen oder zu fühlen, vor allem, müsste man ja sagen. Man könnte auch sagen, also, dass die COP gerade das Thema, also der Termin ist, wo man also auf jeden Fall darüber berichten sollte. Ne? Also das fand ich auch interessant, dass halt Volkers erster Impuls war, ja, hier möchte ich über internationale Zusammenarbeit reden. Ist naheliegend, aber es gibt vielleicht einfach auch mal ein Thema, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr drüber reden sollte. Und gerade die COP ist natürlich so ein Ding, wo man auch mal sagen könnte, okay, wie geht es eigentlich in anderen Ländern mit der Klimakrise? Ne? Okay, an der Stelle wollen wir doch einmal noch kurz, du hast noch eine kleine Mail dazu, Christoph. Oder ja, eine Anmerkung, ne? Ich meine, er hatte das ja auch gesagt. Das ist, da kommt es ja dann auch wieder halt eher kurzfristig in den Nachrichten und irgendwie ist mal alles kurzfristig. Ne? Der Vorstandsvorsitzende der Aktiengesellschaft guckt auf die Quartalszahl und der Politiker guckt auf die nächste Sonntagsfrage und die Medien gucken auf die Quote, die Klickzahlen oder was auch immer. Eigentlich hat ja gerade die Öffentlich-Rechtlichen den Vorteil, dass sie da nicht so sehr drauf achten müssen. Volker hatte das einmal erwähnt und dann aber eigentlich gleich danach gesagt, dass sie halt irgendwie doch drauf achten. Es wäre eigentlich schön, wenn man da ein bisschen langfristiger denken darf. Ja, auf jeden Fall. Ja, ein kurzes Statement noch dazu. Das Thema Klima kommt viel zu wenig, aber der Themenbereich sollte man ja sagen. Es ist ja kein einzelnes Thema, wie Lea gerade noch schon dargestellt hat. Der Themenbereich Klima kommt viel zu wenig in Medien vor und somit auch das Thema Klimagerechtigkeit. Und insofern ist es ein natürliches Phänomen oder ja. Medienphänomen. Weil wir jetzt schon am Ende sind, wir haben noch eine Minute, würde ich schon gerne noch eine Runde für alle nochmal starten, auch mit euch, was ihr aus dieser Diskussion mitnehmt. Einfach ein paar Sätze noch dazu. Vielleicht wirst du anfangen, Christoph. Also ich danke euch erstmal fürs Organisieren. Das hat super geklappt, war auch eine coole Runde, die Diskussionsrunde ein bisschen
Ja, online, ich meine, aber hat jetzt auch den Vorteil, dass wir alle irgendwie drumherum was anderes machen können und Volker direkt weiterziehen kann. Also ich bin sehr froh, euch kennengelernt zu haben. Und das Thema ist wichtig. Ihr seid dran, ne? Ihr beschäftigt euch damit, so wie wir alle jetzt hier auf dem Podium. Und wir werden da weiter für kämpfen, dass es eben Klimagerechtigkeit gibt und dass wir diese Krise irgendwie so weit wie es geht mildern. Ja, vielleicht noch ganz kurz die anderen. Wir haben jetzt schon 45. Einen Satz. Lea, willst du anfangen? Ja, ich fand, ich wollte vor allem dir, Norman, danken, dass du das da so ein bisschen den Auftakt gegeben hast und so ein bisschen die Querlage, die wir gerade ja, in Deutschland haben, dargestellt hast. Fand ich einen sehr guten Ausgangspunkt und ja, wollte euch auch herzlich danken für das, finde ich, sehr konstruktive Gespräch mit einer direkten Forderung. Ja, noch kurz die letzten Worte. Die sind auch von mir Dank erfüllt. Danke an die wunderbare Moderation. Danke an meine Mit-Diskutantinnen. Und ich hoffe, ihr guckt gleich alle die Folge Klima vor 8, die jetzt hier demnächst kommt um 19:55 Uhr. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart und teilgenommen habt. Das war richtig, richtig schön und toll und sehr spannend. Also herzlichen Dank. Und ich glaube, wir müssen uns schnell verabschieden, oder Matthias? Genau. Vielen lieben Dank auch von mir und ich wünsche euch noch einen fantastischen Abend und schaut noch weiter PTS. Kommt noch ganz tolles Zeug. Genau. Bis Tschüss. dann. Ja, und Danke. tschüss. Tschüss. Ciao.